Leute, was geht? Wir reagieren heute auf das neue Video von ABK. Er hat es vorhin hochgeladen. Bisschen spontan. Ja, Runde 2 auf das Thema Unge bezogen. Das Video nennt sich Unge hat mich verkauft. Ich finde das hinterhältig. Sorry, meine Meinung. Ja, das Video kam vor einer Stunde online, Digga. ABK gibt uns immer Rücken. Wenn ich irgendwie helfen kann oder meine Meinung geben kann zu diesem Thema, bin ich auch immer am Start. Deswegen bin ich auch spontan live gekommen. Und ja, ich will euch nicht so lange foltern. Wir reagieren auf das neue Video. Los geht's. Checkt nach diesem Video den ersten Link in der Beschreibung ab. Mein treuer Supporter der ABK Army Wash hat auch ein Video hochgeladen. Ist verlinkt, gibt euch. Yalla. Guck mal, ich habe im Video davor noch gesagt, letztes Mal sage ich, dass ich eigentlich kein Beef will. Aber dann macht er Folgendes, ohne mein Video zu gucken, haut er in seinem Livestream Folgendes raus. Ich habe gerade ABK auf die Blacklist gepackt, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, guckt das neue ABK-Video an. Ich sage euch jetzt eine Sache dazu, ich gucke es euch an. Und ich habe auch einfach keinen Bock mehr. Morgen gucken wir uns 7 vs. White an und das Kuchen-TV-Video zu ABK. Ach so, mein Video. Ja, irgendwie ist das so ein Move von jedem YouTuber, ne? Das Ding ist einfach, Digga, YouTuber sind leicht zu lesen und ich würde lügen, wenn ich nicht auch so wäre. Dann ist ja kein Geheimnis, dass Leute auch über uns Videos machen und ich drauf nicht reagiere, weil man entweder Angst vor der Kritik hat oder der Person keine Reichweite geben will. Hier ist aber ein ganz großer Unterschied, Digga. Ein Unge ist mit ABK gut gewesen. Hatte das zwar abzusehen, dass wenn ein ABK-Video online kommt, dass dein Chat auseinandergenommen wird, dass du auf das Video reagieren sollst. Und du bist nun mal ein Mensch, Unge, Digga. Du reagierst auf alles auf YouTube, genauso wie wir. Dann stell dich auch dem Video und versteck dich hinter einem Kuchen-TV-Video. Weißt du, ich meine? Eine, wer ist denn Kuchen-TV, Bruder? Wer ist denn Kuchen-TV? Es geht um dich. Es geht um dich. Warum reagierst du auf Kuchen? Warum sprichst du im Hintergrund mit anderen Leuten und wartest, dass er für dich was klärt? Bro, es geht um dich. Rede darüber. Mich hat es extrem aufgeregt, Digga. Das wird wahrscheinlich auch in diesem Video kommen. Wir haben nicht mehr reagiert und ich mache schon ein Statement. Aber mich hat es extrem aufgeregt, als ich gesehen habe. Guck mal, der Chat schreibt auch gerade, dass er geblacklistet worden ist. Oder dass das einzige Thema unter dem ABK-Video war, das einzige Thema dort und auch bei uns in den Kommentaren, dass Unge sauer ist und nicht reagieren will. Er wurde abgezogen von ABK. Lan, ich habe sogar extra Rudi das Outro machen lassen, okay? Dieser f***te Play-Button kostet 400 Euro, okay? Der silberne kostet 150. Ich habe 3 Stück von denen gekauft. Guck mal, 2 Stück habe ich dort. Die kriegt man, also wenn du die 100.000 Abonnenten knackst, kriegst du es umsonst, okay? Wenn du es aber noch einmal kaufen willst, also wenn du es nochmal bestellen willst, musst du 150 Euro bezahlen. Genauso ist es auch bei dem goldenen Play-Button. Unge hat sich einfach hinter der Aussage versteckt oder hat seine Community so erzogen, dass das so rüberkommen soll, dass er sauer ist, dass das gerechtfertigt ist, weil er seinen Play-Button noch nicht bekommen hat. Alle wissen das, Digga. Ebik hat das 1000 Mal in seinen Videos gesagt, Bro. Er kommt dir das persönlich bringen. Er kann nichts dafür, dass Covid dazwischen kommt oder dass seine Mutter ihn nicht reisen lässt wegen Covid. Hast du ABK irgendwo reisen gesehen? Seit diese Covid-Kacke ist? Du kennst doch die Konstellation zwischen ihm und seinen Eltern. Du weißt doch, dass er auf seine Familie Acht gibt, oder? Er reist nicht. Er ist auch nicht zu meinen Suchtdiventen gekommen. Obwohl er dafür halt, weil er halt dazugehört und das machen muss. Hat er nicht gemacht. Und ich bitte euch, Digga, guck mal, er hat ihm 7000 Euro bewiesen, freundschaftlich. Okay, er hat 7000 Euro Bonus für den Playbutton. ABK hätte den Playbutton eh gegeben. Aber Digga, erstens, er ist Millionär. Das ist keine Ausrede. Geld ist Geld. Auch wenn mir jemand 100 Euro klauen würde, wäre ich sauer. Aber es ist ein Fakt, dass ABK das ihm gebracht hätte, sobald die Lage sich beruhigt hat. Es ist ein Fakt, Bruder. Warum soll ABK dich dann öffentlich beklauen? Einfach verstecken, Bruder, und sich der Community nicht zu stellen, ist schwach. Vor allem als Reaktions-YouTuber, der seit Jahren nur noch Content macht, indem er auf andere reagiert, okay? Und ich vergleiche mich mit diesen Personen nicht, weil wir reagieren auf Videos und wir reisen noch um die Welt, Bro. Ich reise immer noch wöchentlich um die Welt. Ihr sitzt einfach nur da und reagiert. Tamam, wir machen das auch. Uns kann man das auch vorwerfen, aber wir machen noch nebenbei was. Wir machen noch den Hauptkanal-Content. Und wir sind von den Reaktionen nicht unbedingt abhängig. Weißt du, setz dich hin und äußere dich selber, Digga. Du bist doch keine 18 Jahre alt oder du bist doch kein kleines Mädchen, Digga. Ihr habt euch doch gut verstanden. Warum wartest du auf das Kuchen-TV-Video? Reagier selber und sag, gib deinen Senf dazu. Kannst du aber nicht, weil du in dieser Aktion kein Recht hattest. So, somit hätte man das Video schon beenden können. Jetzt gucken wir aber trotzdem rein. Ich habe jetzt erstmal nur auf die Kommentare geantwortet, dass was zugespammt wurde wegen dem scheiß Play-Button. F*** diesen Play-Button, Digga. Ist der B*** oder was? Guck mal, da ist jetzt wieder einer rausgerutscht. Ist der dumm oder was? Mich zurück, Twitch. Sagt man einfach nicht. Ist unnötig. Aber aus der Wut, weißt du? Wie du ignorierst und verbreitest einfach Lügen, aber auf Kuchen-TVs Video reagierst du direkt, weil du weißt, dass jetzt dein Gunsten argumentieren wird. Ich brauch gar keinen. ABK Army, macht euch bereit für den nächsten Beef. Jetzt muss ich darüber ein Video machen und erklären, was mit dem Playbutton ist. Voll unnötig. Ja, ich hab's irgendwann privat gesagt. Du gibst Kuchen-TV jetzt das, was da haben. Ich habe gerade ABK auf die Blacklist gepackt, weil so viele Leute geschrieben haben, ja, guck das neue ABK-Video an. Ich gehe mal ganz kurz rüber. Ich habe schon Thumbnail gesehen. Und ich sage euch was dazu, ohne es zu gucken. Ich kenne ABK mittlerweile und ich habe mittlerweile, sage ich ehrlich, ganz ehrlich, die Schnauze voll davon. Und ich finde es eine Sache dazu, ich gucke es mich an. Es geht darum, dass ich im Kaffee und Kuchen gesagt habe, dass er mir immer noch nicht den Playbutton geschickt hat, obwohl ich ihn vor über einem Jahr, habe ich ihm sofort 7000 Euro überwiesen und er hat mir immer noch nicht den Playbutton geschickt. Darüber haben wir schon gerade gesprochen. Könnt ihr euch eure Meinung gerne selber bilden.
Ich habe mehrmals nachgefragt, es kommt nie was von ihm. Und jetzt fühlt ABK sich von dieser Aussage, ja, ans Bein gepisst, weil... In meinem Video... Nein, nein, das ist nicht die Aussage. Er hat sich das Video nicht angeguckt. Ging's nicht ein einziges Mal um den Playbutton? Das Wort Playbutton ist nicht ein einziges Mal in meinem Video gefallen, ohne mein Video geguckt zu haben. Ganz kurz, sorry. Einer hat in den Chat geschrieben, ich habe auch ein Geschenkpaket für dich, die Star. Die brauchen mir nichts mehr zuschicken, weil ich öffne keine Pakete mehr. Ich habe, glaube ich, im Lager noch 20, 30 Pakete, aber ich werde so ein Content nicht mehr machen, Digga. Solche Sachen gibt's nicht, weil ich nicht aktiv zu Hause bin, um zu streamen. Deswegen behalt gerne eure Pakete, verschenkt's an eure Familie. Wirft eine Lüge in den Raum? Mein ganzes Video, wo ich ungekritisiert für seine Aussagen, die er öffentlich gebracht hat. Saf fällt in den Hintergrund, wie immer. Alle seine Zuschauer direkt. Ja, ABK, schick mir erstmal den Playbutton. Und ich weiß ganz genau, dass das von Unge einfach nur ein Vorwand war, um der eigentlichen Kritik meines Videos zu entkommen. Damit ja. Er nicht spontan... Da sind wir uns alle einig. ...beim Livestream sich meiner Kritik stellen muss. Der Typ kannte mich privat und da weiß ganz genau, dass ich jetzt kein Video gemacht hätte. Einfach nur um zu sagen, warum hast du Grund vor gesagt, dass ich den Playbutton noch nicht geschickt habe? Und ich hab ihn auch privat öfters auf diese Sache angesprochen. Er weiß also ganz genau, worauf ich Wert lege. Und dann sich darüber wundern, wenn ich auf dieses öffentliche Interview reagiere, wo du über mich geredet hast. Und dann schreibt er mir in dem Moment, während der live ist auf WhatsApp, wenn du Sprachnachrichten geleakt hast, dann lösch meine Nummer und blockier mich und so. Lösch meine Nummer, Bin ich dein Sidechick oder so? Lösch meine Nummer, Wie so ein die ich jetzt nicht gebracht habe und dann sauer ist. Das ist, Alter, bar. Denkt ich bin einen von diesen Madeira-Bläsern, den er sein Leben. Und dann sagt er mir auch privat, warum redest du jetzt so mit mir? Die Frage ist eher, warum redest du öffentlich so über mich in Abwesenheit von mir mit irgendeinem Typ, auf den ich größte Abturn habe überhaupt? So, wenn du wirklich enttäuscht von mir bist und mir nicht mal auf WhatsApp schreibst, dass du enttäuscht bist, dann schick mir doch bitte einfach die 7000 Euro zurück und wir lassen es einfach mit dem Playbutton, weil ich... Als ob er diese 7000 Euro, Digga, als ob es hier wirklich um diese 7000 Euro oder diesen Playbutton gibt. Geht. Dann gib mir deine IBAN, ich zahl deinen Playbutton. Ich zahl deinen Playbutton. Weil er so schwach. Es ist halt so schwach, Bruder. Der ist ein erwachsener Mann. Er weiß ganz genau, was hier der Fehler ist. Er will nicht auf das Video reagieren. Verstehst du, ich meine? Labert einfach einen Scheiß in der Wut im Stream. Ich verstehe das. Selbst ich sage zwischendurch Scheiße im Stream, weil man angespannt ist, weil ein Video online gekommen ist, wofür du kritisiert wirst. Okay? Aber es geht hier nicht um den Playbutton. Ein ABK hat das nicht nötig. Er hat es nicht nötig. Ich bin echt gespannt, was er noch zu diesem Playbutton, diesem Video noch dazu sagt. Ansonsten zahle ich diese 7000 Euro. Ich zahle mit Herz. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das hast du jetzt öfter schon abgezogen, diese Aktion. Du hast mich auch in dem Video hier mit reingezogen. Mach dein Ding. Fertig. Ich brauche mir das nicht mehr antun. Wenn Unge öffentlich mich die ganze Zeit kritisiert, dann muss ich es natürlich privat klären. Vor allem habe ich ihm auch öfters auf WhatsApp gesagt, dass ich das finde. Walla, ich sag dir ehrlich, das war der dickste unloyale Move von dir, ja. Diese, dass du Reaktion drauf gemacht hast im Stream, ist ja kein Ding so, ne? Man kann auf alles reagieren. Aber dass du das auch noch dann hochlädst, wo du dich so ganz klar auf seine Seite stellst. Guck mal, eigentlich hätte ich jetzt auch ein unloyaler sein können und sagen können, okay, ich mache jetzt ein Video. Du weißt damals auch noch mit der Abdel-Sache und so. Ich habe es einfach rausgeschnitten, auf korrekt, weil ich immer in der Öffentlichkeit hinter dir stehe. Und auf YouTube gibt es keine loyalen Menschen. Und bei dir so, ich sehe in dir was anderes. Ich sehe in dir keinen YouTuber, ich sehe in dir wirklich einen Menschen, Bruder. Und deswegen... Also bin ich ein Bastard, Ihre. Schick ich dir auch die Audio und sag dir das so. Weil, wie kann das sein, Bruder? Du sagst mir selber, dass Kuchen von ist, dass du ihn selber eklig findest und so. Und dann am Ende, du nimmst dir noch so richtig in Schutz, ja, also ich muss dir ja dem Recht geben und ja, immer dieses Objektivgelaber, das, also man muss doch auch ein bisschen zu seinen Brüdern stehen. Und daraufhin hat er mir auf WhatsApp sogar noch gesagt, dass er mir nicht in den Rücken fallen wollte. Du weißt, ich liebe dich seit Tag 1, weil wir haben eine Verbindung im Herzen, wollt ihr dir nicht in den Rücken fallen, ich küsse dein Herz, kannst du mir verzeihen, okay? Was passiert? Paar Monate später, ich sehe Unge, trifft sich mit KuchenTV, macht ein Video, in dem er genauso wieder über mich redet. Und jetzt auch an diejenigen, die sagen, boah, ABK, du bist ja voll kritikunfähig. Nein, ich werde doch tagtäglich im echten Leben kritisiert. Ich bin doch gefühlt einer der wenigen, die über die Kommentare und Likes egal sind. Mir geht's hierbei einfach nur ums Prinzip. Rede über mich und meine Abwesenheit genauso wie meine Anwesenheit. Stellt euch mal vor, wir wären in einer Schulklasse, wir sind richtig gute Freunde und ich als Klassenbester gehe zu einem Lehrer, von dem ich weiß, dass er euch richtig hasst und dass er euch immer einen reindrücken will. Und dann sage ich dem Lehrer extra, ja, das stimmt, der Yassin steht voll auf dem Unterricht, der macht nie die Hausaufgaben, kommt immer zu spät. Ich sage dem Lehrer einfach nur das, was er über euch hören will, um meine eigene Note zu pushen. Obwohl ich schon Klassenbester bin. Er würde mir am Ende die Hand geben und sagen, Bro, danke, Mann. Nein, ihr würdet euch doch abfacken. Und das ist nämlich das, was Unge hier macht. Er sagt in dem Interview genau das, was KuchenTV und seine Community hören wollen. Nicht das, was er fühlt und meint. Und ich weiß auch, dass er KuchenTV denen alles erzählt hat über diese anwaltlichen Sachen, die gerade im Hintergrund bei mir laufen. Und anstatt dass er sich dann denkt, boah, krass, das ist schon eine ekelhafte Aktion. Und das alles nur, weil gerade gefühlt ganz YouTube Deutschland gegen mich ist. Aber er braucht mich nicht zu verarschen mit seinem ständigen, ich mag ABK. ABK ist ja schlau. Aber, ja, entscheid dich doch. Was bin ich denn jetzt? Bin ich asozial? Bin ich schlau? Oder bin ich einfach nur ein großes Aber? Und falls es auch vielen von euch nicht aufgefallen ist, wie schnell mich Unge bei KuchenTV verkauft hat, dann achten wir bitte hier auf folgende Szene. Und ABK hat es nicht so richtig verstanden, obwohl wir ja befreundet sind. Warum sind wir auf einmal, wenn du mit KuchenTV da sitzt, plötzlich nur Freunde mit Gänsefüßchen? Wann macht man das denn? So nach dem Motto, Freunde, tja, wenn man es so nennen mag, auf den nach dem Motto. Videos fühle ich nicht so, aber privat
fühle ich ihn voll. So, also ich kann mir die privat sehr gut. Bevor du schon Kurtovo getroffen hast, hast du doch noch gefühlt auf jedes Video von mir reagiert. Da hat sich totgelacht, hat die gefeiert, hat mich sogar aufgrund meiner Videos nach Madeira damals eingeladen. Ist ein Fakt. Kannten uns ja gar nicht. Hat mir sogar auf Madeira gesagt, dass er sie feiert. Aber dann auf einmal fühle ich nicht so. Natürlich kann man jetzt sagen, nee, ungemeint damit die Videos, die du in letzter Zeit gemacht hast, die ja für jeden ach so anders sind. Nein. Er hätte ja sonst sagen können, nee, ja, früher habe ich die Videos voll gefeiert und so. Das hat KuchenTV gesagt. Unge hat ja nicht irgendwie gesagt, dass er die Videos davor gefeiert hat. Kein einziges Mal. Hauptsache, er passt sich irgendwo den KuchenTV-Zuschauern an, weil er ja weiß, dass das Video auf KuchenTVs Kanal hochgeladen wird. Wenn du in meiner Abwesenheit mit einer anderen Person über mich sprichst, aber mir nicht den Rücken stärkst, dann bist du dann für ein Freund. Man muss sich gegenseitig aber dann sagen, das ist nur objektive Kritik. Ein Mazdak! Jemand, über den ich so schlecht geredet habe. Ich habe über den so gelästert wie eine marokkanische Tante. Ich habe sogar öffentlich in Livestreams über den schlecht geredet. Trotzdem, er macht Videos und sagt, ich stehe hinter ABK. Jemand, den ich für meinen Feind halte, steht zu mir mehr als jemand, wo ich dachte, dass es ein Freund von mir ist. Wallah, Mazdak, Respekt. Und ich will mal eine Sache hier auch leaken. Ich kenne Mazdak auch schon sehr, sehr lange. Wir haben uns noch nie getroffen. Er kommt aus einer Stadt, wo ich früher auch gewohnt habe. Und ABK und ich haben auch schon mal über Mazdak gesprochen. Ich habe ihn immer gesagt, aber ey, der Junge mag dich aber eigentlich. Und jetzt, dass er es selber nach Jahren selber zugibt, ist cool. Freut mich zu hören. Ich schreibe dafür, Leute, in der Beschreibung, lasst dem Liebe da. Offiziell hat Junge eine Freundschaft für Klicks verkauft. Er ist einfach zu dem gesprungen, der gerade vielleicht mehr Hype hat. Der Beat vor allem. Na, 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 na. Sanke, irgendjemand ist gestorben. Tamam, wir können uns über irgendwas aufregen, wegen YouTube-Freundschaften, die kaputt gehen, Beef, dies, das. Aber wir brauchen nicht zu übertreiben. Hanne, er ist mein Kollege, deswegen rieche ich mich auf. Aber ich verstehe die Zuschauer nicht. Weißt du, ich meine? Vor allem die Zuschauer, die kein Recht haben und sowas kommentieren. Das war auch wie damals die Sache. Ich bin auf Madeira, ich sag zu Unge, dass mir so ein paar Rapper gedroht haben und so. Und auf einmal schreibt ihn irgendwann ein Flair und ich sag ihm, Bruder, bitte antworte nämlich, glaub mir, diese Rapper schreiben dir nicht, weil die mit dir chillen wollen oder so. Ey, Junge, du fährst Longboard, ich fahr Skateboard, du hast orange Haare. Und die schreiben dir, weil die was ganz anderes wollen. Die wollen an mich rankommen. Kurze Zeit später, was macht er? Er antwortet Flair und er schreibt mit ihm. Daraufhin schickt ihm Flair diese Sprachnachricht, die ich einmal geleakt habe und sagt, dass er sie an mich weiterleiten soll. Und ich bin zu einem Zeitpunkt gerade in Deutschland gelandet und denk mir so, Digga, warum tust du das, wenn ich dich schon zu einer Zeit sage, bitte antworte der Person nicht, ich habe Angst vor diesen Leuten und du machst es dann letzten Endes trotzdem. Am Ende hatte ich sogar noch recht, er hat das nur gemacht, um durch dich an mich ranzukommen und am Ende hat ihm Flair sogar noch gedroht, ihn abzustechen. Aber zu diesem Zeitpunkt dachte ich, okay, vielleicht hat das Unge gemacht, weil der noch so naiv ist, keine Ahnung hat, wie diese Leute ticken und so. Aber im Laufe der Zeit ist mir klar geworden, dass es vielleicht gar nicht so war. Und dann die, die jetzt sagen, warum hast du Chatverläufe geleakt? Ich habe lediglich Sprachnachrichten geleakt, die etwas mit YouTube zu tun hatten. Ich habe keine intimen Details von dem veröffentlicht oder so. Das bist du auch selber schuld, weil dank deinen geilen Reaktionen auf diese ganzen Leute, die mal sagen, ABK ist ein Verschwörungstheoretiker, denen du ja so oft gerne mal recht gibst, bin ich halt schon fast dazu gezwungen, meine Kredibilität oder meine Aussagen mit manchen Dingen zu stützen. Und da hatte ich halt diese Sprachnachrichten, die bewiesen haben, dass es dir eben nicht egal ist, wenn ich dich kritisiere. Was ich bei so Leuten wie Unge nicht verstehe, ne? Guck mal, ihr seid doch schon mehrfache Multimillionäre. Warum müsst ihr euch dann so zwanghaft politisch korrekt verkaufen, einfach nur damit ihr in dieses verheuchelte Korsett der Gesellschaft reinpasst? Ihr habt das doch gar nicht nötig, seid doch ihr selbst. Ich kann doch nicht als Zuschauer jemanden feiern, richtiger Fan von dem werden und den danach in echt treffen und mir denken, bah, der ist ja voll anders. Ich selber als Zuschauer will doch einen YouTuber sehen, dann feiere ich den und dann, wenn ich den privat treffe, freue ich mich doch, den zu sehen. Dann will ich doch, dass der so... Ja, das ist unsere Mentalität, ne? Und an der Stelle, ich will noch eine Sache sagen. Ich habe mir sogar die Reaktion von Montana Black zu der Sache mit Unge und ABK angeguckt. Da hat er uns auch erwähnt und ich muss euch auch ehrlich sagen, ich habe hier sogar geschrieben, ich habe mich bedankt. Er hat zwar nicht geantwortet, er sieht es nicht oder er hat es nicht gesehen oder ignoriert es, keine Ahnung. Was ich aber auch lustig fand in der Reaktion, ihr könnt euch das selber angucken. ABK spricht doch in seinem ersten Video an, dass Unge im echten Leben nicht der ist, den er auf YouTube zeigt. Und da hat Monte sogar zugestimmt, okay? Und das, was mir ABK gesagt hat, so wie ABK mir Unge vorgestellt hat, weißt du, ich meine, so hätte ich wahrscheinlich mit ihm aussympathisiert. Und ich würde lügen, wenn ich nicht gesagt hätte zu ABK, ey, frag ihn mal, vielleicht will er versucht die werben, weil er ist Veganer, Eistee vegan, kann man machen. Er meint doch, ja, schick was zu und so, es kam nicht dazu. Aber Bro, das ist ja das, was ich an jenen kritisiere und nicht mag. Tamam, du willst safe sein, du willst auf YouTube jemand anderer sein, okay? Aber dann bist du nicht real. Verstehst du? Wenn du im echten Leben viel schlimmer bist als der auf YouTube, dann wäre ich als Zuschauer enttäuscht, wenn ich dich im echten Leben sehen würde. Dann bist du ein Schauspieler. Verstehst du? Du bist kein YouTuber. Du hast keine Werte für mich, weil du alles spielst. Du hüpfst von da nach da und fällst jemand in den Rücken. Ungefähr ist, wie ich den vor der Kamera kenne. Was bringt mir das, wenn er auf einmal voll arrogant ist oder voll der andere Mensch? Brauchst du gar kein YouTube mehr zu gucken, dann gehe ich lieber Netflix-Serien oder irgendwelche Kinofilme gucken. Dann guck ich mir professionelle Schauspieler an, von denen ich weiß, dass die eine Rolle spielen. Ja, aber jeder Mensch ist doch privat anders als öffentlich. Dann können wir einfach mal sagen, ist doch gar nicht so schlimm, dass damals Miguel dieses Fake-Outing gemacht hat. Der war halt öffentlich und privat dann eben nicht. Ist das
Könnte man, ja. Früher waren wir halt alle ein bisschen verbitterter auf YouTube unterwegs. Selbst ich habe 3-4 Videos über Miguel Pablo gemacht. Aber am Ende des Tages, Digga, scheiß drauf. Weißt du, ich meine? Ach, kein Problem. Jeder ist ja privat anders als öffentlich. Von daher kommt auch noch so eine dumme Ausrede, die ich da in den Kommentaren nenne. Hanne, Moment, was ich damit sagen wollte. Hanne, wer bin ich, dass ich über Miguel Pablo urteilen darf im Sinne von, ey, du bist schlecht, du gehörst nicht auf YouTube. Jeder hat seine Daseinsberechtigung. Versteht ihr, wie ich meine? Und deswegen mache ich auch solche Videos nicht mehr. Außer ich werde gezwungen und genötigt, Statements-Videos hochgeladen, um irgendwas gerade zu biegen. Aber ich stell mich selber auch nicht mehr dahin und mache Expose-Videos, Bruder. So was mache ich nicht mehr. Aus diesem Alter bin ich raus. Und wie viele wünschen sich das? Und wallah, wirklich, wirklich. Ich bin sehr oft kurz davor. Sehr oft. Aber ich darf nicht. Ich will es erstens nicht, weil ich mich als Mensch verbessern will. Okay? Zweitens, wenn ich beleidigende Wörter sage oder Leute expose, Existenzen werden kaputt gehen. Okay? Ich mache jemandem das Leben schwer. Wenn ich meine Reichweite auf jemanden hetze, er wird es sehr, sehr schwer haben. Darüber hinaus, Bruder, ich versuche mein Image aufzupflegen, okay? Ich selber sehe mich immer noch als Kanacken, versuche nicht zu beleidigen, weil es nicht cool kommt in der Öffentlichkeit. Die Gesellschaft ist nun mal so. Wenn man Beleidigung als Stilmittel benutzt, darf man, aber wie kommt es rüber bei anderen Leuten? Und da nun mal an meinem Geld sehr viele mitverdienen oder sich ernähren müssen, kann ich mir sowas nicht mehr erlauben, Bro. Ich reagiere dann lieber auf solche Videos, sag meine neutrale Meinung, ohne jemanden zu hetzen. Weißt du, ich meine? Deswegen feiere ich es auch nicht mehr so krass, wenn jemand ernst, jemanden so machen will auf YouTube. Das feiere ich nicht mehr, Bro. Mach ich nicht. Ein ABK macht es, weil ihm gerade geschaden wird. Von einem, wo er dachte, dass er mit ihm befreundet ist. Deswegen müssen wir auch hinter ihm stehen, weil er auch unser Homie ist. Nehmen konnte. Ja, du verurteilst jetzt den Kuchen-TV generell für Dinge, die aus der Vergangenheit stammen. Bei John Broke meinst du aber, man soll das eben nicht tun. Erstens, bei John Broke im Video habe ich selber gesagt, dass ich es manchmal auch tue. Zweiter Punkt, das Video von John Broke war zu dem Zeitpunkt schon lange offline. Meine Videos waren alle offline und hier nochmal eine kleine Ansage an Tim. Tim, also an der Stelle Kuchen-TV. Digga, hört auf, meinen Namen zu benutzen und über mich zu reden, wenn ihr kein Recht habt. Meine Videos habe ich damals vor Jahren offline genommen. Privat genommen, diese Videos, ob es Reuploads waren oder ob meine Feinde diesen Leuten die Videos gegeben haben, um halt sich zu rächen nach Jahren, weil sie hetzen ja immer noch gegen mich, hat nichts mit deiner Sache zu tun. Du hast eine Islam-Parodie hochgeladen, okay? Ich kann mich nicht daran erinnern, in einem Video von dir gesehen zu haben, dass du dich dafür entschuldigt hast. Meine Aussagen von damals hat nichts mit deinem Propaganda-Video oder deiner Parodie über den Islam zu tun. Nichts. Weil ich habe mich 8000 Mal entschuldigt und die Videos schon lange rausgenommen. Du hast deine Videos noch drin gelassen, als wären dir die Klicks noch wichtig, okay? Hast jetzt erst das Video rausgenommen, weil wir dich darauf aufmerksam gemacht haben. Es hat dich nie gejuckt. Es hat dich jetzt nur gejuckt, weil ein kleiner Shitstorm dazu vielleicht kam. Nur deswegen hast du es gemacht. Und diese Rechtfertigung mit, ja, ich habe auch gegen den Christen meine Parodie gemacht. Digga, über Religion macht man sich nicht lustig. Punkt. Macht man nicht. Macht man nicht. Wenn ihr es macht, macht aber das. Digga, das macht man einfach. Gehört sich einfach nicht, Digga. Gehört sie nicht. Und benutzt nicht meinen Namen, um dich irgendwie rauszureden oder um dich gut zu reden, was ABK über mich gesagt hat. Ich habe mich 8000 Mal entschuldigt für meine Videos, für meine beleidigenden Aussagen, okay? Habe ich 100.000 Mal gesagt und ich habe die Videos rausgenommen. Ihr habt es jetzt gemacht, weil ihr im Zugzwang wart. Punkt, Alter. Scheiß Heuchler. Kuchen, der Bauer hat sein Video nur offline genommen wegen meinem Video. Anscheinend stand er ja bis heute noch dazu, wenn er es ja davor nicht offline genommen hat. Hör auf, Leute für ihre Vergangenheit zu verurteilen. Ich bin halt Deutscher. Bei uns in Deutschland macht man das halt so. Das ist doch schon vor lange her. Mensch. Locke schreibt, er hat sich in seinen Streams davon distanziert, nicht gelöscht und ihr habt es damals nicht gejuckt, weil es nicht so eine Reichweite hatte. Dann soll er es löschen. Einfach löschen, Digga. Ob etwas viel Reichweite hat oder wenig Reichweite hat. Wenn auf meinem Kanal noch Videos online sind, wo ich irgendwie Propaganda mache oder jemanden beleidige, wenn ich nicht dahinter stehe, nehme ich das Video raus. Ja, sag, Locke, was ist das für eine Aussage, Bruder? Ich küsse dein Herz. Ob ein Klick oder 10 Klicks oder 100.000 Klicks, hä? Locke, Bro, entspann dich mal ein bisschen im Chat, okay? Menschen entwickeln sich, Menschen bessern sich. Aha, okay. ApoRed, Leon Mascher bessern sich nicht, ne? Sind jetzt keine Menschen, weil die Fail-Pranks gemacht haben. Tamam. Und Unge macht er jetzt auf. Der BK hat mich verarscht. Der schickt mir gar nicht den Play-Button. Sepp-Bocker. Tamam, wir haben verstanden, der ist jetzt enttäuscht und so, ne? Leute, jetzt zeige ich euch einfach mal die Beweise dafür, dass ich ihn gar nicht verarscht habe. Unge hat mir an dem und dem Tag das Geld geschickt. Dann, Leute, habe ich für einen Kollegen von mir ein Flugticket nach England gebucht, weil er da einen Zwischenstopp hätte, um nach Madeira zu fliegen. Meine Mutter hat mich zu diesem Zeitpunkt halt nicht nach Madeira fliegen lassen, weil da noch Corona richtig so in der Höhestufe war. Ich hatte eigentlich eine richtig coole Idee, wie ich Unge pranke. Ja, es gibt nämlich auch Leute auf YouTube, die eigenständigen Content machen. Ich werde Unge statt den echten Playbutton erstmal so einen Fake-Playbutton schicken. Den habe ich sogar aus Holz schnitzen lassen. Guck mal, so kann man das noch zu Unge schicken. Bin ich kein Ehrenmann. Und darüber haben wir vor dem Suchti-Event noch gesprochen gehabt. Bevor Suchti noch auf dem Markt war. Warte mal, das ist die Weg. Aber das könnt ihr ja nicht wissen, wenn, ja, ich darf es ja nicht liegen. Gar eine Version des Playbuttons. Wir wollten sogar in den Paket Suchti reinpacken, um Unge zu verarschen. Also ob er will oder nicht, dass er Werbung macht. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hoffe, das sagt er jetzt in dem Video. Für Unge, da steht sogar noch der. Wenn nicht, dann wisst ihr es von mir jetzt. Da habe ich was geleakt. Der Name von seinem Hund drauf. Guck mal, wie lange das schon her ist. Ihr seht auch, wann ich das ganze Video aufgenommen habe, geschnitten habe. Ich habe alles schon gemacht. Denn da wollte ich am Ende, dass dein Livestream ist, Paket aufmacht und dann ist da so ein Fake-Play-Button drin. Das dachte ich mir. Danach kommt eine Reaktion, Death Note-Stimme. Er kommt rein, er ist voll gescampt worden. Oh mein Gott. Und dann hätte ich im Anschluss von diesem Video diesen Rap-Part hier eingebaut. Unge,
Ich hab schon lange meinen Stolz verloren. Du bist weg, ja, so kriegst du einen Holzer. Yeah, deine Promo ist am Arsch. Ich hab dich hochgenommen, so wie dein Format. Ey, komm mir in die Quere, dann Smash Bros. ABK, mach die Pläne wie Death Note. Ich bin in der Regel respektlos. Schick dir als nächstes ein Hähnchen im French Toast. Ist schon ein ganz ekliges Thema. Unge macht mehr Kohle als ganz Venezuela. Ich hab ihn beklaut und war noch nie auf Frieden aus. Warum glaubst du mir, wenn du nicht mal an die Bibel glaubst? Du willst den echten? Das sieht ziemlich übel aus. Außer ihr folgt auf Twitch der LaRüTV. Und nachdem ich ihn dann so geprankt habe, hätte ich ihm dann ein paar Tage später den echten Playbutton gegeben. Guck mal, ich habe alles aufgenommen, Musikvideo, Playbutton gebaut. Ich hatte die lustigste Idee. Corona kam, der Flug von meinen Kollegen wurde einfach gecancelt. 500-600 Euro einfach mal weg. Nichts gesagt, meine gehalten. Was mich dann auch so abfuckt, dass ich so dargestellt werde, als würde ich jetzt öffentlich 7000 Euro klauen von Unge. Ich bin auch dazu verpflichtet, den ganzen nachzukommen, dem das Ding zu schicken. Aber was ihr nicht versteht, Leute, ich mach alles alleine. Sei es von Videos, um Familie kümmern und sonst was. Und Unge weiß auch noch sogar, und das fuckt mich am meisten ab, dass in der Zwischenzeit ich einige heftige Vorfälle innerhalb der Familie hatte, dass ich 2 extrem harte Uni-Klausuren noch geschrieben habe und noch bestehen musste und lernen musste bis zum geht nicht mehr. Ich hatte richtig viele Sachen dazwischen zu tun und bin bis heute noch meiner Liste fertig. Ich bin nicht so wie ihr YouTuber, die ganze Zeit nur kurz die Kamera für ein paar Minuten anmachen und danach ihre Videos schneiden lassen und das war's und Manager haben oder sonst was. Es ist doch klar, dass sich das Ganze hinauszögert und ich weiß auch ganz genau, und das tönt mich richtig ab, dass Unge das nicht juckt. Er hat mir kein einziges Mal auf WhatsApp eine ernsthafte Audio geschickt, wo er gesagt hat, du ABK, jetzt langsam scheißt du rein, schick mal jetzt den Playbutton, was soll. Weil es ihn auch nicht gejuckt hat, ob ihr es nun mal akzeptieren wollt oder nicht. Es hat ihn nicht gejuckt. ABK hatte den Hype seines Lebens. Die beiden waren connected, waren cool miteinander, es waren alles coole Moves. Die Reaktion, dass man denen das schenkt, dass man da in der Community als Ehrenmann rüberkommt. Der kriegt Zuschauer. Es hat ihn nicht gejuckt. Und es juckt ihn noch immer nicht, weil er Multi ist. Wallabilla sogar. Ich sag euch mal was. Ich verdiene auch gutes Geld. Und ich sag's euch, wie es ist. Guck mal, wenn ich eine Geldstrafe kriege für einen Blitzer, das 15 Euro kostet, es juckt mich nicht mehr. So abgehoben oder eklig, dass das so anhört, okay? Meine Mutter dreht aber durch und denkt sich, ey, weißt du, wie viel Geld das ist, wenn man für 15 Euro arbeiten muss? Ja, und da hat sie recht. Aber jetzt stellt euch mal vor, ihr seid Multimillionär und habt irgendwie eine Win-Win-Situation gehabt, weil ihr auf Videos reagiert habt. Und wegen einem Playbutton heute jetzt rum. Es hat ihn nie gejuckt. Es hat ihn nicht gejuckt. Egal, was er mir sagt. Egal, was ihr als Zuschauer sagt, es hat ihn nicht gejuckt. Er hat es jetzt nur angesprochen, um nicht auf das Video von ABK reagieren zu müssen. Punkt, aus, Ende, Digga. Ist einfach so. Weil er auch wusste, dass er diesen Button kriegen wird. Ich scheiß auf diesen Button und ich scheiß auf Unge, Digga. Soll das immer auf lustig, wir haben gelacht, wir haben Witz gemacht. Es hat ihn gar nicht verletzt. Er hat es gar nicht für so wichtig empfunden, weil er wusste, dass ich ihm den Playbutton geben würde. Ich bin doch keiner, der auf YouTube etwas faked. Ich bin doch derjenige, der euch die Dinge direkt in die sagt, aber so Unge-Zuschauer mit Fusion von Kuchen-TV-Zuschauer, die haben jetzt natürlich ein gefundenes Fressen, mich wieder komplett zu ignorieren, mir gar nicht zuzuhören, einfach nur zu sagen, ja, er wollte Unge abziehen oder, oh ja, er flext mit seinem 1er-Abi. Die gehen jetzt nur auf diese Punkte ein. Weil das so oft, wie ihr euch darüber aufregt, dass ich über mein Abitur spreche, hättet ihr schon längst besser machen können. Das sind einfach so Gründe, wegen denen ich wieder Herpes bekommen könnte. Ekelhaft. Jedenfalls, Leute. Guck mal, dein Abschluss hat nichts mit deiner Intelligenz zu tun. Aber ey, wenn dein ABK sich ein Leben lang nur damit beschäftigt hat, zur Schule zu gehen, zu studieren und das zu machen und dann auch gute Noten hat, warum soll er nicht stolz drauf sein, Digga? Warum soll er nicht stolz drauf sein? Er ärgert damit KuchenTV, okay? Ich flex auch nicht mit Noten. Ich war nicht der beste Schüler, war ich nicht. Ich habe mich sogar darüber lustig gemacht, dass Lehrer dumm sind, dass du die richtig schnell manipulieren kannst, um eine gute Note zu kriegen. Gib euch ein einfaches Beispiel. Ich habe in der Deutschklausur in der 12. Klasse eine 6 geschrieben. In Deutsch, okay? Deutsch. Deutsch LK habe ich 6 geschrieben. Weil die Lehrerin mich aber so mochte, wir haben die Noten draußen gemacht, okay? Wir haben die Noten draußen gemacht. Diese Lehrerin mochte keiner. Sie hat auf ein Auge geschielt. Das war eine hübsche Frau. Die war eine Ersatzlehrerin für meine Klassenlehrerin, die mit der wir Deutsch LK hatten. Da in unserer Klasse sehr viele Frauen waren, also sehr viele weibliche Klassenkameradinnen, die nicht mochten oder sie über sich lustig gemacht haben, weil sie auf ein Auge geschielt hat, habe ich mich mit der umso besser verstanden, okay? Ich kam manchmal zu spät in den Unterricht. Ich habe den Leuten immer Getränke mitgebracht. Ich habe mich immer irgendwie durchgefuchst, okay? So, wir mussten ein Buch lesen und über ein Buch eine LK-Klausur schreiben. Verkackt, 6 geschrieben. Ich bin draußen. Was macht die Lehrerin? Sie macht psch, radiert weg, schreibt mir eine 2 auf, damit ich nicht sitzen bleibe. Versteht ihr, wie ich meine? So läuft nämlich der Hase. Was ich einfach sagen will, ist, wenn ABK doch sein Leben lang nur studiert hat oder gelernt hat, darf er auf seinen Abschluss stolz sein. Hanne, was kotzt ihr denn, Digga? Was kotzt ihr denn? Ihr seid alle fähig, gute Noten zu schreiben, wenn ihr euch Mühe gebt. Hä? Lass ihn doch damit flexen. Was zur Hölle, Digga? Meine Mutter, ich sag euch mal was. Meine Mutter hätte gewollt, dass ich einen Uni-Abschluss habe. Oder dass ich mein Abitur vernünftig zu Ende gemacht hätte. Das hätte sie gewollt. Sie juckt kein Geld, okay? Sie juckt kein Geld. Sie hätte lieber geflext in der Familie. Mein Sohn ist clever. Er hat was aus seinem Leben gemacht. Er war in der Schule, hat wenigstens sich angestrengt. Weil das war das Einzige, was ich von mir wollte. Das habe ich aber nicht gemacht. Weil ich Geld verdienen wollte. So, und jetzt? Solche Dullis, die sowas immer schreiben, Digga. Heute habe ich dann von Unge eine Sprachnachricht bekommen. Er möchte die 7000 Euro wieder zurückhaben. Natürlich fuckt mich das ab. An dieser Stelle nochmal vielen lieben Dank an das ganze Suchte-Team.
geschrieben an John Broke selbst, dass die mir 5000 Euro extra gegeben haben, ohne dass ich davon was wusste. Diese 5000 Euro und die schon noch 2000 Euro von den Donations drauf, hast du genau deine 7000 Euro. Die habe ich dir jetzt gerade überwiesen. Psacht, du Multimillionär, hast du deine 7000 Euro wieder. Soll ich sagen, was ich letzten Mord gemacht habe? Boah, okay, jetzt mal ganz kurz. Ich habe das Video mit euch live geguckt und ich wusste nicht, dass er das sagen wird. Ich schwöre bei Gott, ich wusste es nicht. Ich schwöre bei Gott und ich sage euch noch einmal was. Wallah, ich bin der Letzte, der deswegen irgendwie als Ehrenmann rüberkommen will oder so. Weil ich werde euch erklären, wie das zustande kam, dass ABK 5000 Euro extra bekommen hat. Die Firma gehört nun nicht mir alleine. Ich bin 50% Teilhaber von Suchti, okay? Und meine Partner lieben auch unsere Partner. Auch wenn die viele davon nicht persönlich getroffen haben, die lieben die, warum? Weil sie uns in Schutz genommen haben. Ein ABK hat mit mir nicht gesprochen und hat gesagt, ey, ich werde für Suchti ein Video machen oder für dich ein Video machen, weil du halt geschitstormt. Ich wurde nicht mal geschitstormt, Mann! Ich wurde nicht mal geschitstormt! Es waren bei dem deutschen Konzern vor 5 Leuten kommentiert, dass ich gecancelt werden soll! Ich wurde nicht geschitstormt! Mein Produkt wurde aus dem deutschen Konzern gecancelt, so. Okay, aber ABK hat aus eigener Kraft, obwohl er monatelang auf YouTube nicht hochgeladen hat, das Video hochgeladen und uns geholfen, okay? Und das hat meinen Partnern so sehr gefallen, dass sie ihn einfach Bonus geschickt haben, so auf den, hey, Dankeschön. Die haben mich nicht mal gefragt, okay? Hanne, wenn es nach dem geht, wenn ich auf Geschätze machen würde, müssten die erst mit mir reden, ob die jemandem Geld schicken oder nicht, weil am Ende ist das nur mein Geld. Aber ich hätte es ihm auch gegeben. So, aber ich möchte nicht, dass es in dem Video so rüberkommt, weil er so gesagt hat, ah, guck mal, wegen John konnte ich deine Schulden zurückbezahlen. Nein, das ist falsch. Jeder in Suchti verdient sein Geld. Jeder, der loyal zu mir ist, verdient sein Geld. Ganz einfach, Bruder. Ist ein Geben und Nehmen. Aber bitte mich nicht als Ehrenmann sehen, weil wir ihm 5000 Euro überwiesen haben. Wir haben ihm schon mehr Geld überwiesen. Oder auch, wenn es weniger war. Warum? Weil er ein Teil von Suchti ist. Weil er uns geholfen hat, das Ding bekannt zu machen. Versteht ihr, wie ich meine? Und das habe ich mit allen allen Leuten gemacht, die bei mir unter Vertrag sind. Wenn welche jetzt im Chat dabei sind, wie zum Beispiel Unojan, kann er gerne eine 1 reinschreiben. Bei mir gibt's nicht, der ist mehr wert, der ist mehr wert. Jeder hat dasselbe Geld bekommen, Bruder. Und egal, wie viel jemand Reichweite hat. Weil ich habe meinen Partnern immer versprochen, sobald das Ding größer wird, werdet ihr euer Hack bekommen. Punkt. Jetzt, wo diese Krisensitzung war oder diese Krisensituation war, dass Leute halt unser Produkt von den deutschen Konzernen rausgenommen haben, wollte ich meine Jungs motivieren und habe denen das Geld gegeben, okay? Ihr seid keine Social-Media-Experten, wo ihr wisst, wer welche Reichweite viel Geld wert ist. Ein ABK kann 10.000 fordern. Ein Jindawi hätte von mir 50.000 nehmen müssen. Hat's umsonst gemacht, okay? Er hat's umsonst gemacht, ja? Weil wir gut miteinander sind. Jede Reichweite kostet irgendwie Geld. Aber die Leute, die bei mir sind, sind wahre Freunde von mir. Sind wahre Freunde von mir und ich habe jeden offen und ehrlich ins Gesicht gesagt, guck mal, er wird so viel kriegen, er wird so viel kriegen, er wird so viel kriegen. Findest du es okay? Ja, nein. Willst du dazugehören? Ja, nein. Hab von jedem ein Ja bekommen und deswegen sind die Leute bei mir, die bei mir sind. So. Das waren ungefähr 750.000. Mit allem. Wo YouTube schon mit drin ist und Placements und Aktien und alles mögliche. Guck mal, diesen Mod würde ich sogar schätzen, dass es nochmal 50.000 mehr sind tatsächlich. Ich krieg Ekel. Mehrfacher Multimillionär heult dann rum, will meine 7.000 Euro wieder haben. Der Hunger hat mir gerade auf WhatsApp geschrieben, mehrere Nachrichten. Ich habe nur gesehen, dass er mir geschrieben hat, lass ein Video zusammen machen, lass das klären. Ich will dir mal Beruf zeigen, schlaf nicht ein. Jetzt klären, aber im Interview gesessen haben, öffentlich für Schaden verursacht haben, im Stream Scheiße labern, weil du nicht darauf reagieren wolltest und jetzt willst du es klären. Merk dir selber, oder? Ich zahl dir alles und so. Nett gemeint, Unge. Du müsstest jetzt eigentlich auf deinem Konto die 7.000 Euro haben. Ich habe Unge wirklich gemocht. Ich habe immer nicht einmal Zeit für meinen Nachbarn Adrian, der fast jeden Tag nach mir fragt und immer was mit mir unternehmen will. Warum soll ich mir dann die Zeit für Unge nehmen? Für jemanden, der in der Öffentlichkeit ganz anders zu mir steht als privat. Großer Abstand. Ich bin auch deiner Bitte nachgekommen. Ich meine, bevor du mein Video geguckt hast, hast du schon im Livestream mir privat geschrieben. Lösch meine Nummer, blockier mich. Habe ich jetzt auch... Wie ein Kind. Nochmal, er ist keine 18, Mann. So gemacht. Du hast auf jeden Fall eine Freundschaft für Fame, für Hype, für gutes Standing in der Öffentlichkeit verkauft. Siehst du vielleicht anders, ist aber meine Meinung. Ich habe meine ABK Army, ich habe meine Jungs und das sind auch Freunde fürs Leben. War auf jeden Fall eine coole Zeit mit Unge, aber sollte anscheinend nicht sein. Und letzten Endes bin ich es irgendwo mit Verlusten umzugehen. Von daher ist kein Problem. Ich wünsche dir noch weiterhin viel Glück und ja. Ja, cool. Okay, was haben wir daraus gelernt? ABK und er haben nichts miteinander zu tun. Ihr wisst, wie Menschen sind. Vielleicht vertragen sie sich ja wieder. Was ich auch gut finden würde, wenn sie sich nochmal hinsetzen würden und miteinander quatschen würden, okay? Fakt ist aber, er muss jetzt mit dem Video leben. Er muss mit dem Video leben, weil er hat sich öffentlich dazu geäußert und er hat sich dazu öffentlich geäußert. Wenn du zweimal öffentlich vor mehreren tausend Zuschauern über mich schlecht redest oder scheiße redest, um nicht auf mein Video reagieren zu müssen, hab mit meiner Antwort auch zu rechnen. Jetzt, nachdem dieses Video online gekommen ist und dein Gesicht gezeigt worden ist, jetzt, wenn du dich noch mit ihm treffen willst und das klären willst, jetzt könnt ihr das machen. Jetzt, nicht davor, Digga. Das ist sein Recht. So, und mehr will ich dazu auch nicht sagen. Dankeschön fürs Einschalten. Passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen um 21 Uhr wieder.